Dzień dobry Państwu. Wir Weronika Gawinska-Drubik ist von der Janusz Kurtyka-Stiftung. Ich habe die Ehre, Sie zu unserem heutigen Treffen im Rahmen des Projekts Kerne der Geschichte 2.0 Felder des Wissens zu begrüßen, organisiert von der Janusz Kurtyka-Stiftung in Zusammenarbeit mit der Auslandspolen-Organisation Oświata in Ottweiler. Das heutige Thema ist ein Vortrag von Herrn Professor Przemysław Weingärtner zum Thema die polnische Sache im Zweiten Deutschen Republik, Zweiten Deutschen Reich 1871 bis 1918. Professor Weingärtner ist Lehrstuhlinhaber für polnische Geschichte, neueste Geschichte des Instituts für Geschichte und Er ist ein Forscher der Geschichte der Zweiten Polnischen Republik, des polnischen politischen Denkens und der Militärgeschichte Polens des 20. Jahrhunderts. Außerdem Herrn Sławomir Hałaczkiewicz, den Vorsitzenden der polnischen Schulgesellschaft Oświata in Ottweiler. Die Begegnung wird moderieren Herr Andrzej Grodzki, der seit 21 Jahren mit polnischen Kindern und Jugendlichen in verschiedenen Schultypen in Deutschland arbeitet. Guten Abend Ihnen allen. Das Projekt wurde mitfinanziert aus Mitteln der Kanzlei des Vorsitzenden des Ministerrats im Rahmen der Ausschreibung Bologna und Polen im Ausland 2022. Guten Abend. Ich möchte sehr herzlich der Janusz Kurtyka-Stiftung danken für die Zusammenarbeit bei der Umsetzung dieses Projekts über die neueste Geschichte. Das Thema, das heute angegriffen wird, ist meiner Ansicht nach eines, das die polnisch-deutschen Beziehungen seit vielen, vielen Jahren definiert. Und wir werden, wie ich vermute, alle sehr interessiert sein an diesem Thema. Die historische Debatte unter Polen oder Auslandspolen, der sogenannten Polonia, sind nicht besonders interessant, nicht besonders oft aufgegriffen in der öffentlichen Diskurs. Und ich denke, dass eine solche Initiative wie diese der Janusz Kurtyka-Stiftung umso wertvoller ist, eine Grundlage bieten wird, das Interesse an diesem Thema zu vertiefen. Vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, als Vorsitzende der Janusz Kurtyka-Stiftung möchte ich Ihnen auf das Herzlichste danken, Herrn Professor Przemysław Weingärtner, Herrn Andrzej Grodzki, Herrn Sławomir Hałaczkiewicz. Herr Grodzki wird heute diese Diskussion moderieren. Herrn Hałaczkiewicz danke ich dafür, dass er dieses Thema angestoßen hat. Ein Thema, das es sich lohnt zu vertiefen. Ich hoffe, dass das heutige Treffen einen weiteren Baustein darstellen wird in diesem großen Projekt, im Projekt Kerne der Geschichte 2.0, das von Frau Veronika Gawinska-Borikis geleitet wird, für die ich sehr herzlich danken möchte. Und ich Die Auslandspolen sind eine Art Botschafter des Polentums, die durch ihre Tätigkeit dazu beitragen, dass die polnische Sache, das polnische Interesse, das polnische Staatsraison gut repräsentiert wird. Und ich wünsche Ihnen eine fruchtbare, interessante, Vortrag, inspirierende Informationen und
Ich danke Ihnen sehr herzlich und übergebe nun das Wort Herrn Andrzej Grodzki. Vielen herzlichen Dank. Es ist mir außerordentlich angenehm und es ist mir eine große Ehre, Herrn Professor Przemysław Weingärtner ansagen zu dürfen, der sich mit der deutsch-polnischen, polnisch-deutschen Thematik auskennt wie kaum ein anderer. Und das ist für uns eine ganz große Auszeichnung, dass eine solche Persönlichkeit uns darüber erzählen wird, was gewesen ist und was ist. Und was sein wird. Denn es geht ja immer darum, aus der Geschichte auch die entsprechenden Lehren zu ziehen. Ich danke auch Herrn Sławomir Hałaszkiewicz und der Janusz Kurtyka Stiftung, dass ihr tatsächlich unsere kleinen Angelegenheiten, die Angelegenheiten der Polen in Deutschland hier aufgegriffen habt. Und deswegen bin ich umso dankbarer und mit umso größerer Freude übernehme ich die Rolle des Moderators und dieser Diskussion. Eigentlich würde das Wort Ansage hier besser passen würde, aber ich denke, ich hoffe, dass es anschließend auch noch zu einer Diskussion kommen wird. Und wie gesagt, ich kann jetzt den Vortrag von Herrn Professor Przemysław Weingärtner ansagen, eine Person, eine Persönlichkeit, die mehr weiß über das polnisch-deutsche Verhältnis als jemand anderes unter uns. Vielen Dank. Ich möchte eingangs sagen, dass ich 40 Minuten Zeit haben werde. Das ist wichtig, das gleich am Anfang zu signalisieren, denn bevor ich anfange zu sprechen und Ihnen auch die Präsentation dabei zu zeigen, gibt es drei Dinge, die angesprochen werden. Die erste Frage ist die Erklärung des Titels dieses Vortrags. Was bedeutet der Titel »Die Sache Polens«? Die polnische Sache in dem Zweiten Deutschen Reich 1871 bis 1918. Das sind natürlich zwei Seiten einer Medaille. Einerseits ist für die Polen die polnische Sache die Verteidigung der eigenen Identität, der eigenen nationalen Gemeinschaft, der Tradition, also kurz gesagt die Frage, Pole zu sein und zu bleiben auf dem Gebiet des Deutschen Reiches, während es für die Regierung Deutschlands, erst Polens, dann des erst Preußens, dann des Deutschen Reiches, die Frage war, eine Minderheitenangelegenheit war. Die Polen bis zu 3 Millionen, die sich ihrer nationalen Eigenständigkeit bewusst waren und diese Eigenständigkeit auch aufrechterhalten wurden. Eine zweite Erklärung, die eine gewisse Erweiterung dessen ist, was ich eben gesagt habe, nämlich einerseits ist dieses Thema, das werden Sie zugeben, dass die Polen in der Zeit der polnischen Teilung ein Thema war, das immer im Hintergrund stand. Aber im Vordergrund stand immer die Frage des Königreichs Polens, der nationalen Aufstände und des Kampfes der Polen im Königreich Polen um ihre Souveränität. Aber nach meiner festen Überzeugung ist sehr interessant, dass auch in der Zweiten Rzeczpospolita, in der Zweiten Polnischen Republik, wir von der Schaffung einer charakteristischen Volksgemeinschaft, einer mentalen, politischen
gegründet auf sehr soliden, zivilisatorischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Grundlagen, lebten in dieser Zeit in Pomerellen, in Großpolen, in Oberschlesien. Ein polnisch A, Polen A war eine Komponente, auf die sich die Herrscher dieses Gebietes immer wieder berufen werden, im Vergleich zu Polen B, das irgendwo in der Mitte der Zweiten Republik begann, also Zentralpolen und die östlichen Randgebiete Polens umfasste. Und der dritte Punkt, der einen rein technischen Grund hat. Das Thema ist sehr umfassend und ich habe nur 40 Minuten, um Ihnen das vorzustellen. Deswegen denke ich darüber nach, soll das eine Skizze sein oder die Skizze einer Skizze. Auf jeden Fall keine vertiefte Erörterung der Gesamtheit dieses sehr umfassenden Themas mit allen damit zusammenhängenden Elementen. Ich erlaube mir also jetzt zur Präsentation überzugehen. Ich hoffe, dass das klappt. Und hier sehen Sie schon die Präsentation. Dann würde ich anfangen. Also sehen Sie den Bildschirm, ja? Ja, okay, also dann können wir beginnen. Also die polnische Sache in der Zweiten Deutschen Republik 1871, im Zweiten Deutschen Reich 1871 bis 1918. Das Erste, was wir uns hier klar machen müssen, ist auf jeden Fall ein gewisser Prozess. Also eine kurze Vorrede, bevor ich eigentlich zum eigentlichen Thema komme. Die Länder, die im preußischen Staat lagen, sind natürlich Westpommern und Schlesien. Wir haben außerdem noch diese Bereiche, die wir hier in gelber Farbe haben, gelb im Süden, Pommern, Westpommern im Norden, und das alles macht das Königreich Preußen aus. Aber Ende des 18. Jahrhunderts war das die Republik der zwei Völker nach eine, also die Monarchie der Jagiellonen, später der Wahlkönige, ein Staat, der aus inneren Gründen in den Verfall geriet. Und der Effekt waren drei aufeinander folgende polnische Teilungen, die zudem auch natürlich die Aktionen des preußischen Staates gehört hatten, die, wenn Sie hier den Staatsgrenze des preußischen Straßes sehen, vor den Teilungen, dann sehen Sie ganz deutlich, dass die Gegenden von Zentralpolen und Westpolen im Grunde genommen einen Staat bildeten, der in Mitteleuropa, Mittelosteuropa dominieren konnte. Also bei der ersten polnischen Teile im Jahr 1792 fielen weg das Ermland, Pomerellen, Danzig. In der zweiten polnischen Teilung 1793 das nördliche Großpolen, die Gegend von Kalisz und Sieradz und schließlich die im Osten gelegenen Gebieten und am wenigsten beständigen Beutestücke des preußischen Staates waren
Und in diesen Gebieten befanden sich ungefähr 2,5 Millionen Polen, die bis dahin Bürger der Zweiten Polnischen Republik gewesen waren. Und wir haben schließlich auch später, also in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, den charakteristischen Prozess der Arbeitsemigration, also Polen aus den polnischen Gebieten des geteilten Polens, emigrieren vor allen Dingen die westlichen Gebiete des damals funktionierenden deutschen Staates. Und dieser Prozess liegt etwas außerhalb unseres Interesses. Denn hier sprechen wir nicht von der nationalen Gemeinschaft, die als einer politischen Funktion, die andererseits ein Problem für den polnischen Staat dargestellt hat. Und auf der rechten Seite haben wir hier die Geschichte, dass der Jahr 1807, also Napoleon Bonaparte, die Einrichtung des Herzogtums Warschau. Dieser Staat überstand die Zeiten nicht sehr lang, nur so viele Jahre wie ihr Prätektor, also Napoleon Bonaparte, denn infolge des Wiener Kongresses wurden diese Gebiete aufgeteilt. Das Königreich Polen wurde in den russischen Teil eingegliedert und das, was uns vor allen Dingen interessiert, also Großpolen, wurde wiederum als zum zweiten Mal in den preußischen Staat eingegliedert. Und nun, was nun Großpolen angeht, dieses Gegend strahlt aus auf die anderen polnischen Gebiete. Wir haben eine Autonomie. Eine Autonomie, in der ein Pole regiert. Und das alles ändert sich im Jahr 1831. Wir haben den Novemberaufstand. Ein Teil der Polen aus Großpolen unterstützt diesen Aufstand. Die Polen werden zum wiederholten Male von der deutschen, preußischen Seite als ewiges Problem diagnostiziert. Und es beginnt, noch nicht so sehr wie in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, aber doch immerhin bereits eine Germanisierungspolitik. Die polnische Sprache wird entfernt aus dem öffentlichen Leben, aus den Schulen, aus den Verwaltungen, aus den Katasterbüchern und zwei Personen, die ich Ihnen hier präsentieren möchte, das sind einerseits Karl Maciejewski, der vor allen Dingen der Mitbegründer dieses großen Gebäudes in Posen, der berühmte Bazar in Posen. Was war das? Das war vor allen Dingen ein Zentrum des Polentums in Großpolen innerhalb des damaligen preußischen Staates. Dort gab es polnische Geschäfte, dort gab es polnische Werkstätten, Druckereien, Büchereien, Buchhandlungen. Dort trafen sich die Polen, dort gab es tatsächlich hier schlug das Herz des polnischen Lebens in Großpolen. Es fanden dort Treffen statt und damit auch ein Zentrum der polnischen Entscheidungsfindung. Dort hat man versucht, die Frage zu beantworten, was kann man tun, wenn es die polnische sagt. Hipolit Cegielski, der Gründer der Gazeta Polska, Vorsitzender vieler gesellschaftlicher und industrieller Einrichtungen. Er selbst schuf auch eine Fabrik, wie Sie sehen. Es wurde ihm auch ein Denkmal gewidmet in Poznań. Dieses Denkmal soll an die Vergangenheit Großpolens erinnern. Was
das Jahr 1884 der Völker, Frühling auch in Preußen und auf den polnischen Gebieten im preußischen Staat. Die Revolution, die sich gegen den preußischen Monarchen wendet, führte zur Befreiung der politischen Häftlinge, die als Polen, vor allen Dingen in Großpolen, aktiv gewesen sind. Und im preußischen Königreich hatten wir einerseits die Anführer der Revolution, andererseits den Monarchen, der sich in der Defensive befindet. Man dachte, dass der preußische Staat sich wandeln wird und man brauchte die Polen. Sie waren eine natürliche Trennung gegenüber dem Osten und Russland. Und wie wir alle wissen, der russische Zar hatte mehrmals die Idee, in Richtung Westeuropa sich aufzumachen und die Grenzen Europas neu zu formen. Die Preußen, egal ob die den Monarchen unterstützen oder auch die Revolution, haben die Polen gebraucht und unterstützt. In dieser Zeit war Großpolen eine autonome Region. Sogar polnische Streitkräfte, beziehungsweise es ist natürlich ein Teil Großpolens, wo dies möglich ist. General Willissen hatte zu diesem Abkommen beigetragen. Aber in Preußen und nicht nur in Preußen ist es so, dass die Revolution zerschlagen wird. Und General Kolomb, das ist dieses Bild in der Mitte, er führt eine Offensive in Richtung Großpolen durch. Die Polen, die sich in der Zwischenzeit organisiert haben, versuchen sich dagegen zu wehren. Man spricht sogar manchmal von dem sogenannten zweiten großpolnischen Aufstand. Denn ich möchte Sie daran erinnern, dass ich werde über diesen Aufstand, den großpolnischen aus den Jahren 1918, 1919, darauf werde ich noch zu sprechen kommen. Aber im Grunde genommen war es der dritte Aufstand. Der erste fand 1806 statt, als Napoleon kurz vor den Thron Großpolens stand. Und dann der zweite großpolnische Aufstand in den Jahren 1848, im Jahr 1848 und dann der dritte Aufstand 1919. Das Jahr 1871, ein wichtiges Datum für die deutsche Geschichte, auch für die polnische, die das deutsche Gebiet bewohnten. Otto von Bismarck, der Kanzler, führte dazu, dass die unabhängigen Königreiche, Herzogtümer, werden zusammengeführt und es wird das Kaiserreich, das zweite deutsche Reich gegründet. Dänemark wurde bezwungen, dann Österreich und dann auch noch Frankreich. Und der preußische König wurde zum Kaiser des Deutschen Reiches gekrönt. Otto von Bismarck hatte Deutschland als ein integriertes Land gesehen und von daher waren die Polen ein Problem. Zu einem war es eine andere Nation, wäre auch eine eigene, die eine eigene Identität besaß. Und zweitens hat sich das so historisch entwickelt, dass es auch religiöse Unterschiede gab. Wir werden hier uns gewisse Stereotypen bedienen, aber bei einem 40-minütigen Vortrag ist das notwendig. Protestantische Deutsche und die Polen als Katholiken. Also auch hier gibt es einen religiösen Unterschied.
Die Offensive von Otto von Bismarck gegenüber den Polen war zweischneidig. Einerseits war es ein Kampf, der viel breiter angelegt war. Es ging darum, die Freiheiten der römisch-katholischen Kirche im Kaiserreich einzudämmen. Aber die Kirche war vor allen Dingen im Osten des Kaiserreiches besonders stark. Hier eine Illustration: Bismarck, der Schach spielt mit dem Papst. Das war ein politisches Spiel. Und es ging nicht darüber, einen Matt zu setzen, aber es ging vielmehr darum, die Figuren auf dem Schachbrett zu bewegen und neu aufzustellen. Auf dem Gemälde Erzbischof Lelohowski, der die katholische Kirche auf den Gebieten, die von den Polen bewohnt wurden, verteidigte. Er wurde sogar von Otto von Bismarck verhaftet. Das allerdings führte nur dazu, dass die nationale und religiöse Identität von der polnischen Minderheit umso stärker verteidigt wurde. Und das ist die eine Richtung, in die sich die Offensive von Otto von Bismarck entwickelte. Und dann auch ein Kampf gegen das demografische Potenzial und die Bildung, das Unternehmertum der Polen. Und drei Gemälde. Die Polen nannten dies als Hakata von den drei Namen der Deutschen, die das Ziel hatten, die kulturelle Unabhängigkeit einzuschränken, die polnische Identität und auch die demografische und wirtschaftliche Lage der Polen zu untergraben. Die Illustrationen zeigen, so haben sich das Künstler vorgestellt, die Polen wurden im östlichen Teil, es waren zu viele Polen und es gab auch solche, die oft seit langem dieses Gebiet bewohnten, aber nicht Bürger des preußischen Staats wurden und sie wurden enteignet und sie wurden des Landes verwiesen. Das ist der Exodus der polnischen Bevölkerung und auch hier eine Illustration, die auf eine symbolische Art und Weise zeigt, wie man benachrichtigt wurde. Die polnischen Bauern, Landwirten wurden des Landes verwiesen und enteignet. Und auch die polnische Sprache, die Rechte der polnischen Sprache von den Ämtern aus den Schulen, die Rechte wurden ebenfalls eingeschränkt. Die polnische Sprache, dort wo sie immer noch verwendet wurde, zum Beispiel im Religionsunterricht, auch dort wurde die polnische Sprache verboten. Das Jahr 1901 in Września, der Versuch, Kinder oder vielmehr ihre Eltern dazu zu zwingen, über Repressionen, über körperliche Strafen, dass sie die polnische Sprache beim Religionsunterricht nicht verteidigen. Die Politik des Eisernen Kanzlers Otto von Bismarck hatte das Ziel, diese polnischen Akzente auszurotten. Aber das führt natürlich zu Reaktionen. Es stellt sich natürlich die Frage, inwiefern diese Reaktion erfolgreich gewesen ist. Zu einem wurde
Natürlich illegal. Im Untergrund wurden polnische Organisationen geschaffen, patriotische Organisationen, die aber auch im Bereich der Bildung, wenn man die polnische Sprache nicht in der Schule lernen konnte, Geschichte, Geografie, wenn dieser Unterricht verboten war, wenn Sie sich daran erinnern, auch die Lehre der polnischen Geografie war ein Problem. Wie gesagt, es gab diese Bewegung, in denen man auch illegal Bücher in polnischer Sprache, Presse in polnischer Sprache vertreiben konnte. In kleineren und größeren Ortschaften des preußischen Teils außer der Teilung Polens. Aber auch im Westen, ich habe darüber gesprochen, wo Polen, die zum Beispiel nach Westfalen kamen, ins Ruhrgebiet, auch dort wurden diese polnischen Veröffentlichungen verbreitet. Auch einige Symbole, die wichtig sind, ein Abzeichen des polnischen akademischen Vereins Sette, die Philosophie, hier auch ein Foto, ein Teil der Anführer dieses Vereins, der 1886 gegründet wurde mit dem Motto für Polen. Interessanterweise bis Ende des 20. 21. Jahrhunderts wurde diese Organisation weiter betrieben, dass man drei Generationen tätig gewesen. Vielleicht war es auch die längste Untergrundstätigkeit im modernen Europa. Dann gab es solche Verbände wie die Rote Rose oder X oder auch der Verband der polnischen Jugend Zukunft. Aber auch Organisationen, die an den Universitäten tätig gewesen sind, wo man im Geheimen auch polnische Studenten zusammenbrach. Wenn wir von diesen geheimen Verbänden, Vereinen spricht, in Pommern und Großpolen ist es natürlich auch notwendig, die Gesellschaften von Tomasz Sam zu erwähnen. Auch dort war man vor allen Dingen im Schulwesen tätig. Dann gab es auch natürliche Inseln des Polentums, wie die katholische Kirche, die Gemeinden der katholischen Kirche, wo man unter der preußischen Herrschaft das Polentum verteidigen konnte. Aber es war auch eine Unterstützung der Menschen, der Kultur Maria Konopnicka, das ist diese Zeichnung und diese polnische Hymne, die Rota. Und es gab auch eine politische Antwort mit Roman Dmowski, den Sie auf diesem Bild sehen, und sein Buch Deutschland, Russland und die polnische Sache. Zwei Worte über Roman Dmowski, der die polnische Politik auf eine kopernikanische Art und Weise veränderte. Alle Aufstände waren gegen Russland gerichtet. Dmowski hat versucht vorzuschlagen, das umzukehren, dass der Hauptfeind des Polentums die Deutschen und das Deutsche Reich sind. Und sie haben dazu beigetragen, dass es zur Teilung kam. Und historisch gesehen ist das richtig. Preußen ist auch der Staat, der diese Gebiete braucht, um ein Imperium zu schaffen. Und dann auch die Kraft, die Stärke des polnischen, des deutschen Staates, des preußischen Staates, der Polen viel stärker bedrohte. Russland
Russland im 19. Jahrhundert war viel schwächer als Staat. Russland wurde also nicht geschätzt von den Polen, deshalb war auch eine Russifizierung sehr unwahrscheinlich. Und das konnte der Polentum natürlich einen sehr wesentlichen Schaden zufügen. Also die Zuschnürung der Germanisierungsschlinge der preußischen Politik und auf der anderen Seite die dynamische Arbeit des Polentums in dem preußischen deutschen Staat. Und nun haben wir das Finale dieser Angelegenheit, nämlich die Jahre 1914, 1918, also den Ersten Weltkrieg. Das Deutsche Kaiserreich existiert noch. Aber hier muss ich eine Sache erklären. In den Lehrbüchern gibt es eine typische Formulierung, nämlich die polnische Sache während des Ersten Weltkriegs. Ich möchte das ein bisschen korrigieren. Bis zum Jahr 1914 gab es diese Frage nicht. Die Polen sind aus dem Gesichtspunkt der Teilungsmächte die Untergebenen und der größte polnische Schlacht des Ersten Weltkriegs war die sogenannte Lotzer-Operation, in denen Polen den deutschen Armee gegen die russische Armee antreten müssen. Sie müssen dies tun als mobilisierte Untergebenen der jeweiligen Staaten, und es ging in diesem Fall gar nicht darum, die eigene Volkszugehörigkeit, die eigene Staatsräson zu verteidigen. Hier sehen Sie die Fortschritte der polnischen, der deutschen Armee waren damals sehr groß. Also links die braune Linie, das ist die Situation im Jahr 1914, die rötliche Linie im Jahr 1915. Diese doppelt gezeichnete Linie zeigt die Zeit zur Zeit der russischen Revolution um 1917. Und die grüne Linie, die weitesten Vorstöße der österreichischen und deutschen Streitkräfte. Nun, es war nicht leicht, den Deutschen, also die Polen waren natürlich in Deutschland nicht keine beliebte Volksgruppe, aber nun jetzt hier angesichts der Bombardierung von Kalisz dies aufrechtzuerhalten, war unmöglich. Das, was wirklich wesentlich ist, dass es nicht der Kanzler war, nicht keiner der Minister, sondern der Hauptoberbefehlshaber der deutschen Armee, die keinerlei politischen Wert hatte. Die polnischen Gebiete wurden während des Ersten Weltkriegs in zwei Gouvernements, das eine mit Lublin als Hauptstadt aufgeteilt und das zweite war das Generalgouvernement mit Warschau als Hauptstadt. Und bis zum Jahr 1916 dient uns hier die Landkarte, die wir auf der rechten Seite sehen. Hier entsteht plötzlich nämlich ein neuer Gedanke auf deutscher Seite. Das sind natürlich nicht die heutigen Staaten, das sind Kolonialmächte mit das sind Staaten, die, in denen die Sonne nicht untergeht. Warum?
Im Jahr 1916 ist das schon zu sehen und die Deutschen beginnen Rohstoffe zu fehlen, Munition zu fehlen und beginnt diese Mitteleuropa-Konzeption statt. Und hier haben sie so eine Landkarte, wie dieses Mitteleuropa aussehen könnte. Und ich denke, der Vortrag nähert sich dem Ende. Sie haben ihre Kolonien, wie Franzosen haben ihre Kolonien, wir versuchen auch unsere Kolonien zu schaffen. Wir schaffen also einen Marionettenstaat. Weißrussland war so ein Plan, wo wir Rohstoffe schaffen können, die Unabhängigkeit bedeutet ja nicht dasselbe wie Souveränität. Wir sind nicht so. Und im Austausch dazu haben die. Und vor diesem Hintergrund entsteht nun die polnische Aktivität. Ich wollte dieses Thema auf der Seite beiseite lassen. Dmowski geht mit Russland und Piłsudski setzt auf die polnischen Seiten, auf der Seite Österreich-Ungarns und Österreich-Ungarn natürlich auf der Seite Deutschlands. Und das zeigt hier diese Landkarte, die wir oben sehen und rechts sehen. Wen sehen wir? Die Schlacht von Kościuszko, wo drei Abteilungen die Offensive von Putilow aufhalten. Und das ist ein großer Sieg. Warum? Weil die Deutschen und die Österreicher in diesem Zeit sich so eingraben in die Schützengraben, dass die Putilow-Offensive die letzte große Offensive Russlands an der Ostfront sein wird und aufgehalten wird. Und Russland von dieser für sie sehr wichtigen Offensive nicht wieder aufstehen wird. Und auf diese Weise haben wir hier diese Personen, die wir unten sehen. Hier haben wir die tatsächlich den Oberbefehlshaber von Hindenburg und Ludendorff, den Generalgouverneur Hans von Bezeler. Diese Personen sind es, die dazu beitragen, die den Alarm wecken. Die Polen sind großartige Soldaten. Wir müssen sie einbeziehen in unsere Armee. Und dazu kommt hier das, was wir sehen auf dieser Postkarte, dass Hans von Bezeler, der Generalgouverneur in der Mitte, am 5. November 1916 die sogenannte Akt der drei Kaiser stattfindet, also die Proklamation des Königreichs Polen. Und hier steht, das polnische Königreich wird dem russischen Teilungsgebiet entrissen. Und das bedeutete natürlich keine vier Wunschträume für die polnische Seite. Wir wissen, wie dieser Staat aussehen wird. Und es ging darum, Bündnispartner zu finden. Aber die Deutschen sahen eines nicht vorhin. Zum ersten Mal, und das ist der Beginn des polnischen Sache im Ersten Weltkrieg, zum ersten Mal wurde die polnische Sache gewissermaßen von den separierten Tischen genommen und auf den gemeinsamen grünen Tisch gelegt. Die deutsche-polnische Angelegenheit begann also oder hörte auf, ein internes Problem der drei polnischen Staaten zu sein, der drei Teilungsmächte zu sein. Und nachdem hier der russische Zar sozusagen an die Tafel gerufen wurde, setzen sich die Mächte zusammen mit den Vertretern Frankreichs, Großbritanniens und der Vereinigten Staaten an den Verhandlungstisch am 5. November. Nun,
nach der Verhaftung und Internierung der Legionäre, die dem deutschen und österreichischen Kaiser nicht den Treueeid leisten wollten, bekamen die Polen unter deutsche Ägide. Ich erinnere daran Großpolen, Pomerellen, Oberschlesien lagen abseits und wurden von Zdzisław Lubomirski, dem Erzbischof von Krakau, und Graf Ostrowski unter einen Regierungsbezirk gestellt. Ich erinnere daran. Im Herbst 1918 war Zentraleuropa oder Südzentraleuropa ein schwarzes Loch entstand. Es verschwand ein riesengroßer Staat, nämlich das österreich-ungarische Doppelmonarchie. Und zu diesem Staat, es dauerte damals noch, die letzten Kräfte des deutschen Kaiserreichs, und es brachen Revolten aus. Deutsche Soldaten dachten nicht darüber nach, denn sie wollten den Krieg beenden und die bolschewistischen, kommunistischen Regierungen waren die, vor denen sich die Deutschen vor allen Dingen fürchteten. In dieser Situation, in diesem Kontext befand sich Marschall Piłsudski im Gefängnis in Magdeburg. Und was passierte parallel dazu? Was entschied über die Geschicke der Polen auf dem Gebiet des ehemaligen preußischen und jetzt deutschen Teilungsgebietes? Die wichtigsten Elemente, das waren natürlich die Friedenskonferenz in Paris, die im Januar 1919 beginnt. Das Deutsche Kaiserreich gibt es nicht mehr. Wir haben bereits den Beginn der Weimarer Republik, aber wir haben auch auf dem Gebiet der polnischen Gebiete vollendete Tatsachen. Es bricht der großpolnische Aufstand auf. Die großpolnische Aufstandsarmee entsteht und im Jahr 1919 erreicht Großpolen die komplette Unabhängigkeit vom deutschen Staat. Auch die Bevölkerung Oberschlesiens gewinnt innerhalb der drei schlesischen Aufstände, die man hier sehen kann. Rechts der größte, der erste, der zweite und der dritte, der größte, der bis zur Oderlinie reichen wird, dessen Diktator Wojciech Korfanty war, der Oberbefehlshaber des der polnischen Christdemokratie, eine der wichtigsten Persönlichkeiten der oberschlesischen Geschichte, und rechts ein ganz besonderes Symbol, nämlich die Vereinigung Polens mit dem Meer, mit der See, die feierlich veranstaltet wurde an der Ostseeküste, als Teile Pommerns und Pomerellens zu Polen zurückkehren. Oberschlesien kehrt zurück. Das sind relativ reiche, wirtschaftlich gut entwickelte Gebiete, besiedelt durch eine Bevölkerung, die sich also ihre Identität bewusst ist, die gewissermaßen abgehärtet ist durch die Herrschaft Bismarcks, die, wenn man das so nennen will, eine Art, ja, wie der Stahl gehärtet wurde, ja, also eine Abhärtung gewissermaßen des Volksbewusstseins der Polen in der ehemaligen Kaiserreich und der jetzt entstehenden zweiten polnischen Republik, die auch dem ganzen Land vorzeigen sollte, wie ganz Polen aussehen sollte. Das war ein Bezugspunkt, auf dem sich das Funktionieren, die Selbstorganisation der Polen
bezog. Noch vor Beginn des Ersten Weltkriegs, aber vor allen Dingen natürlich auch danach, nach diesen Zeiten der starken, harten Germanisierung. Vielen herzlichen Dank. Chyba powinienem chwycić za mikrofon i... Ja, ich muss, glaube ich, zum Mikro greifen und bedanke mich bei Herrn Professor Weingärten für diesen Einblick. Das, was Sie uns erzählt haben, war nicht nur sehr interessant. Ja, wie soll ich sagen? Es zeigt vor allen Dingen, wie die deutsch-polnischen Beziehungen gewesen sind. Ich möchte, wenn Sie erlauben, jetzt die Diskussion eröffnen. Ich möchte nach einigen Dingen fragen, wie auch unserem Publikum das Wörter begeben. Herr Professor, die Jahre, die Sie geschildert haben, ab dem deutsch-französischen, preußisch-französischen Krieg bis zum ersten Weltkrieg, das ist die Zeit, in der sich das Bildnis des bösen, schlechten Deutschen, das ist ein Bild eines Preußen, der die polnischen Kinder quält, das ist der Wrzesnia und so weiter. Aber wir als Polen vergessen dabei, dass wir einen deutschen König aus Sachsen haben sollten, also ein Nachkommen einer deutschen Dynastie. Können Sie dazu etwas sagen? Wir Polen sind antideutsch, aber gleichzeitig sollten wir eigentlich antipreußisch sein, weil das waren unsere Nachbarn, die uns gequält haben. Aber die anderen guten Deutschen, wie die Sachsen, haben uns in Ruhe gelassen. Können Sie dazu etwas sagen? Ja, die Frage ist sehr gut, aber umso schwieriger ist es, sie zu beantworten. Vor allem, ich versuche mich gegen an solche Begriffe wie antideutsch, antipolnisch verstehen. Wir müssen eine gewisse Realität der Politik verstehen. Das ist nicht so, dass Otto von Bismarck mit der Muttermilch die Feindschaft gegenüber den Polen sich angeeignet hatte. Das ist auch nicht so, dass die Polen, die polnische Minderheit organisiert haben im Rahmen des preußischen Gebiets, gleich als ersten Punkt in ihrem Curriculum sich als antideutsch bezeichnet werden. Otto von Bismarck hatte den deutschen Staat, seine Stärke verteidigt und die Polen waren dabei eine Hürde, ein gewisser Gegner. Und die Polen, ganz ähnlich, für sie war Otto von Bismarck und die preußische Tradition die Herausforderung, die Probleme. Ich würde versuchen zu beantworten, was positiv gewesen ist. Aber diese Feindschaft ergab sich aus dieser Politik. Es gab zwei Interessen, die sich entgegenstanden. Und die zweite Frage. Ich habe versucht, den Ersten Weltkrieg, weil der Erste Weltkrieg gehört natürlich auch zeitlich dazu zum Zweiten Reich. Die Geschichte der Beziehung zwischen Polen und Preußen zwischen 1871 und 1914 waren auch sehr unterschiedlich. Natürlich die Zeiten des Eisernen Kanzlers, hier muss man das negativ einschätzen aus polnischer Sicht. Und es gab hier sowohl auf eine spontane wie später auch eine sehr organisierte Versuche,
Polen, das Polentum als solches zu verteidigen. Hinzu kam natürlich auch die katholische Kirche. Aber dieses Problem zum Beispiel, die Glaubensfrage, weil es gab auch deutsche Katholiken, nicht nur Polen. Auch das stellte ein Problem für Otto von Bismarck dar. Das ist das eine. Aber wir müssen auch daran denken, dass der Erste Weltkrieg, und deshalb habe ich daraus das auch angesprochen, als die Deutschen in eigenem Interesse natürlich auf der internationalen Bühne das polnische Problem. Dort hat man versucht, das polnische Königreich ins Leben zu rufen. Hier erlaubte oder ließ man polnische Schulen, polnische Justiz ins Leben gerufen. Die Polen kämpften in den Legionen. Der Marschall Józef Piłsudski wäre böse. Aber es gab diese Waffenbrüderschaft, die sich aus dem aktuellen Zustand ergab. Und ja, es war auch so, dass für den polnischen Thron, dass man vor allen Dingen deutsche Kandidaten hatte. Die Tradition der deutschen Könige, sächsische Könige, war, das war August der Zweite, der starke August der Dritte. Die Polen werden sie vielleicht nicht im guten Gedächtnis haben, weil sie natürlich dazu beigetragen haben, dass die Rzeczpospolita im 18. Jahrhundert zugrunde ging. Vor dem Fall des polnischen Staates zu dem letzten König Stanisław August Poniatowski, auch hier dachte man an einen Nachfolger als Herzog des polnischen Königreichs, war der sächsische Herzog Friedrich. Das war zu Zeiten des Fürstentums in Polen. Also auch hier gab es eine Parallele. Ende des 19. Jahrhunderts, dort gab es einen starken Kampf und die Germanisierung und die Politik, die damit zusammenhängt. Aber das war kein Ziel in sich. Es ging darum, den Staat zu vereinheitlichen, zu zentralisieren. Und aus dieser Staatsphilosophie, alle, die dem sich entgegenstellten, mussten dazu gezwungen werden. Es waren nicht nur die Polen, auch in den ehemaligen deutschen Ländern. Nicht alle wollten Teil eines deutschen Königreichs sein. Dieses Problem also war viel breiter. Und dann kam der Erste Weltkrieg. Er brach aus und im Grunde genommen nur in Zusammenarbeit mit den Deutschen konnte man etwas auf den polnischen Gebieten tun, denn das gesamte polnische Gebiet wurde von den Deutschen und Österreichern besetzt. Deshalb gibt es diese Zweiteilung vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges und während des Zweiten Weltkrieges. Vielen Dank. Bevor ich eine weitere Frage stelle, oder die Bitte, einen Gedanken weiterzuführen, möchte ich die Frage stellen, ob jemand von unseren Zuschauern vielleicht eine Frage hat. Möchte jemand sich an der Diskussion beteiligen? Panie Professorze, skoro nie ma. Es gibt keine Fragen aus dem Publikum, dann möchte ich gleich meine zweite Frage stellen. Sie haben gesagt, dass es 3 Millionen Polen auf den polnischen Gebieten innerhalb Preußen gab. Deutsche Medien
sprechen darüber, dass es 2 Millionen Polen in Deutschland gibt. Das ist natürlich schwer einzuschätzen, wer Pole ist und wer nicht. Das ist vielleicht eine rhetorische Frage. Worin bestand das Phänomen des Polentums im preußischen Teil und das umgekehrte Phänomen, dass es jetzt keine so starke Vertretung der Polen in Deutschland gibt. Wojciech Korfanty war Abgeordneter am Reichstag. Es gibt polnische sprachige Abgeordnete, die aus Polen stammen, aus unterschiedlichen Parteien. Aber Ihrer Meinung nach gibt es ein Phänomen aus diesen Zeiten, also den ehemaligen Zeiten, die man verpflanzen könnte in die heutige Zeit? Wir sprechen von Dingen, die auf sich im Schnittbereich der Politik und der Geschichte befinden. Vor der Bildung der Zweiten Rzeczpospolita 1918, die Verteidigung der eigenen Identität, der nationalen Zugehörigkeit, ergab sich auch daraus, bitte machen Sie sich das Bewusste, die Polen selbst, ich denke an die Menschen und die Kultur, die sie gelebt haben, die sie versucht haben beizubehalten, das war Polen. Es gab keinen Staat. Das ist die Verantwortung, die man trägt. Das sieht man in den Archiven. Natürlich, die Eliten haben das so ausgedrückt. Andere haben das im Leben versucht zu leben, indem sie polnische Sprachen oder sie ihren Kindern polnisch beigebracht haben oder zumindest der Religionsunterricht in polnischer Sprache statt. Das war aber die Verantwortung, das Verantwortungsgefühl. Es gab keinen polnischen Staat auf der Karte Europas. Das Polentum ist nur in uns. Es ist aber auch hervorzuheben, dass in der Zwischenkriegszeit es eine polnische Minderheit in Polen gab. Es fanden Kongresse statt, unter anderem mein geliebter Jugendverband Z, der dazu beigetragen hatte, dass der Verband der Polen in Deutschland aktiv war. Und auch der Weltverband der Polen im Ausland war in Deutschland aktiv. Ich glaube, das, was man vielleicht in die heutige Zeit übertragen könnte, natürlich meiner Meinung nach, einerseits ist natürlich die Identität und die Bewahrung der Identität als Polen wichtig, aber ich glaube, das sind auch organisatorische und juristische Dinge, die man lösen könnte, so wie Sie gesagt haben. Das ist allerdings auch eine Frage der gegenseitigen Verträge. Die deutsche Minderheit hat 2 Sitze im polnischen Parlament. Worauf möchte ich darauf hinaus? Einen Platz gibt es mindestens im polnischen Parlament für den Vertreter der deutschen Minderheit. Man könnte das so sagen, die Politik ist ein Bereich, in dem natürlich die Gesetze auch greifen, aber es ist auch ein Bereich, wo nicht immer eine morale Realität gibt. Ich versuche das sehr gelindert auszudrücken, aber der Stärkere hat meistens recht. Der eine Staat kann Druck ausüben, um auf eine symbolische Art und Weise die Rechte der Minderheiten zu unterstützen. Der andere Staat ist zu schwach oder hat andere Prioritäten, um dies herbeizuführen.
Was könnte man tun? Das sind vor allen Dingen starke Organisationen, und die polnische Geschichte zeigt, dass diese Organisation von Grund auf und eine entsprechende Determinierung dabei kann dazu führen, dass Dinge entstehen, die sich auch auf die große Politik auswirken. Vielen Dank. Ich komme jetzt zu unserem Chat. Es gibt eine Frage. Sind Sie, Herr Professor, der Meinung, dass gewisse Aspekte der deutschen Politik gegenüber der polnischen Minderheit aus Zeiten Bismarcks bis heute überlebt haben, und können Sie auch die heutige Politik prägen? Um jetzt kurz zu antworten, müsste man lang drüber nachdenken über diese Frage. Nun, ich kann nur meine Meinung hier präsentieren. Natürlich ist die Geschichte und die Vergangenheit etwas, was eine gewisse Vorstellung kreiert, gewisse Vorstellungen, gewisse Stereotypen, gewisse Klischeevorstellungen, die auch historische Fakten sind, die eine historische Situation kreieren. Denn die Menschen handeln so, wie sie denken, so wie sie gepolt sind, wie sie erzogen und wie sie sozialisiert sind. Und das gestaltet die Geschichte, die von ihnen getragen wird. Aber ich denke, dass diese Klischees in gewisser Weise auch zurücktreten. Also zum Beispiel, sehen Sie einerseits so völlig falsche Vorstellung der Polen, so wie dieser ganze Vortrag zeigen sollte, fehlende Organisationsfähigkeit, zu große Spontaneität, also die sogenannte polnische Wirtschaft, das war so ein negatives Stereotyp. Und hier haben die Polen gezeigt, dass sie sehr gut organisiert sein können und dass es ihnen als nationale Minderheit ermöglicht hat, diese schwierigen Zeiten zu überdauern. Andererseits wollte ich zeigen, dass das, was Sie hier ein bisschen provokant angesprochen haben, Bismarck, Deutschland und diese, das sind keine politischen Kategorien. Ein Volk hat in verschiedenen Phasen seiner Geschichte ganz unterschiedliche Staatsräsons. Also, was vor ein paar Jahren noch ein heißes Thema war, was vielleicht im deutschen Interesse war, sind Länder, die Länder richten sich nach ihrer Staatsräson, nicht nach Sentimenten, nicht nach der Sehnsucht nach Zeiten, die besser waren oder auch schlechter waren. Aber Deutschland war unser wichtigster Protektor, der Wegweiser auf unserem Weg in Richtung Europäische Union, mit der natürlich auch unser Weg noch nicht zu Ende ist. Die Europäische Union ist ebenfalls eine Organisation, in der es häufig widersprüchliche Interessen und Interessenkonflikte gibt, wirtschaftliche, politische Interessen, denn so sieht es ja in der Wirklichkeit aus. Und in diesem Moment kommen wir zu einer Art Kreuzung der deutschen und der polnischen Staatsräson, die wir zum Beispiel sehen im Bereich der Energiewirtschaft, in der Haltung zum Ukraine-Krieg, zu Russland. Aber das ist eine völlig natürliche Situation. Natürlich in dem Sinn, dass jeder Staat eine andere Perspektive hat, eine andere Sichtweise der Dinge und natürlich, was völlig natürlich ist, andere Interessen. Was ich sagen möchte, ist, dass es wichtig ist, hier durch Tatsachen etwas aufzubauen. Ich möchte,
Ja, ich weiß nicht, ob ich das so sagen soll. Nicht so sehr ein positives Image, sondern ein Image des Volks, der Nation, des Staates, das auf ganz klare und deutliche Art und Weise seine Interessen artikulieren und verteidigen versteht. Denn in einer solchen Politik führt dazu, dass jemand, was in der internationalen Politik das größte Lob ist, das ist immer dann, wenn ein Staat sich als sogenannter schwieriger Partner entpuppt. Also es ist ein Partner, aber es ist ein Partner, der es versteht, seine Interessen zu artikulieren und zu verstehen. Ja gut, meine Antwort ist vielleicht ein bisschen chaotisch geraten, aber das Bereich Ihrer Frage ist natürlich auch sehr weiträumig. Nein, natürlich, das ist doch eine sehr gute und klare Antwort auf die Frage, was wir hier gestellt haben. Und nun noch eine Frage, obwohl Sie teilweise auch ein bisschen die Antwort schon darauf gegeben haben. Wie kann man es erklären, dass die Polen in Deutschland heute so schlecht organisiert sind, dass sie nicht ihre eigenen Interessen vertreten können? Denn es sind ja, so heißt es, 2 Millionen. Ja, im Vergleich zu 3 Millionen, während der preußisch-deutschen Teilungsgebiete, wir haben heute Solaris in Posen, aber wir können uns als Polonia, als Auslandspolen nicht durchsetzen in Ihrem Land. Haben Sie eine Idee, was man hier tun könnte? Ja, wenn ich eine gute Idee hätte, dann wäre ich Kandidat für irgendwelche, dann würde ich kandidieren für irgendwelche politischen Funktionen. Aber ich denke, die Frage ist wichtig genug, um sie hier auf die Agenda von Maßnahmen zu setzen. Aber nun ganz ernsthaft. Ich denke, das Problem liegt letzten Endes darin, also es tut mir leid, dass meine Antwort vielleicht nicht ganz klar sein wird, aber ich versuche es rational zu erklären. Die Situation der Polen im Deutschen Kaiserreich war anders. Wir hatten damals zwei Zentren des Polentums, der Polen im Pomerellen, in Großpolen und Oberschlesien, die sich darüber im Klaren waren, dass sie in verwaltungstechnischer, historischer und identitärer Hinsicht eigentlich Bestandteil des polnischen Staates waren, die es nicht mehr gab. Sie haben seit Generationen gelebt, wo sie gelebt haben. Die Granitgrenzen haben sich verschoben und auf diese Weise wurden sie zu Bürgern des preußischen bzw. deutschen Staates. Also eine natürliche Bedürfnis der Selbstorganisation. Denn wir sind da, wir sind die Teile eines Staates, den es nicht mehr gibt. Aber wir sind sozusagen der Staat bei uns. Wir organisieren uns selbst. Wir gründen Vereine, Verbände, Schulvereine, Musikvereine, Sportvereine. Wir drucken unsere Bücher. Wir verbreiten unsere Literatur. Wir lesen im Untergrund Literatur wie die Kreuzritter, die Preußen auf dem Index standen. Was auch ganz interessant ist, da im russischen Teilungsgebiet zum Beispiel andere Werke von Sienkiewicz, die eine Stoßrichtung in Richtung Russland hatten, durchaus toleriert wurden. Nun, die Polen, die damals, wie ich gesagt habe, für den Verdien zum Geldverdienen ausgereist sind, ins Ruhrgebiet zum Beispiel.
Die wussten auch, warum sie dahin fahren. Sie nämlich darum, um zu überleben. Das war diese fundamentale Migration. Es war eine Wirtschaftsmigration, Arbeitsmigration. Sie blieben Polen, sprachen Polen, aber aus den polnischen Gebieten unter deutscher Herrschaft kamen die Signale, dass es für diese Polen Ausflüge organisiert wurden in die kernpolnischen Gebiete, um diese Jugend bewusst zu machen, dass ihr Teil seid einer größeren Gemeinschaft, ihr seid Polen, dass wir viele Millionen sind im deutschen Staat. Und ich denke, das ist eine Frage der Genese. Es ist eine sehr differenzierte Gesellschaft. Es sind Menschen, die in Deutschland zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg sich niedergelassen haben, als Frucht der Emigration noch nach dem September 1939. In München lebte damals der Schriftsteller Józef Mackiewicz, der Polen seinerzeit verlassen hatte. Es gab Menschen, die dort schon seit vielen Generationen lebten. Es gab Menschen, die nach der Einführung des Kriegszustandes im Jahr 1981 sich dort befunden haben. Es gab eine Wirtschaftsemigration vor und nachher. Aber vor allen Dingen ist etwas, was man als ein Fehlen von Zielstrebigkeit empfinden könnte, sich aus der veränderten geostrategischen Situation ergibt. Denn heute gibt es ja diesen polnischen Staat. Wir sind heute auf dem Gebiet eines Nachbarlandes. Des polnischen Staat gibt es. Wir sind Teile eines Nachbarlandes. Wir sind, das ist eine Frage. Vielleicht ist das ja der Kern des Pudels Kern. Vielleicht geht es ja auch darum. Nun, wir berühren hier wirklich sehr schwierige Fragen. Denn, wie ich sage, das Stereotyp, das Klischee des bösen Preußen, des bösen Deutschen hat nichts zu tun mit dem, was ich in den 20 Jahren, die ich in Deutschland lebe, zu spüren bekomme. Es gibt nicht so etwas wie Deutsche als Deutsche per se. Es gibt Preußen, Rheinländer, Bayern und so weiter. Und die Deutschen werden hier mit den Preußen identifiziert, während der Deutsche. Aber ja, das nur am Rande bemerkt. Noch eine Frage. Professor Grzegorz Nowak aus Ostrowiec fragt: Ich möchte fragen nach dem Einfluss der polnisch-deutschen Beziehung vor dem Jahr 1871, also aus der Zeit der großen Emigration oder des Völkerfrühlings. Und hier möchte ich nur einfügen, dass es in Deutschland etwas gibt, ein Phänomen wie die sogenannten Polenlieder, die entstanden sind nach dem Novemberaufstand, als polnische patriotische Lieder ins Deutsche übersetzt, in Deutschland als Lieder der demokratischen, der Befreiungsbewegung gesungen wurden. Das war etwas, was auch auf eine polnische, deutsche Betrachtung der polnischen Freiheit und Demokratie, gesehen wurde, was heute vergessen ist, wird allzu oft.
Ja, ich dachte, dass ich diese Problematik angeschnitten habe in meiner Einführung. Es ist genau so, wie Sie das ausgedrückt haben. In den Jahren, in den 20er Jahren, in den 30er Jahren nach dem Novemberaufstand, nach dem großen Exil, aber auch zu Zeiten des Völkerfrühlings, die Polen als professionelle Revolutionäre, also die unruhigen Geister, stehen oft an der Spitze der Aufstände im Rahmen des Völkerfrühlings. Polen wurden von Liberalen, von Demokraten voll an denjenigen, die sich etwas eingedämmt fühlen, auch die Burschenschaft zum Beispiel. Für die waren Polen wie Helden, als sie nach dem misslungenen Novemberaufstand in die deutschen Länder kommen. Sie werden unterstützt. Natürlich republikanische, liberale, demokratische oder des Volkes als solchen, wie man das damals bezeichnet habe, aber sie wurden von den Beamten von der Verwaltung nicht. Und hier muss ich natürlich an Bismarck denken, als Dmowski Einfluss auf die deutsche Politik hatte, ein Held für die Deutschen, für Hegel war zum Beispiel Napoleon. Napoleon hat zwar die Preußen bezwungen und ist dann weiter in den Osten und hat die französische Großmacht geschaffen, aber er hat auch die Bildung, die Ideen der französischen Revolution mit sich getragen. Und deshalb hat man in den 30er, 20er Jahren auf seine Geschichte zurückgeblickt. Es gab eine natürliche Tendenz, auch in Italien, auch in Deutschland, dass es zur Einheit kam. Allerdings gab es ein Problem, und hier, wenn Deutschland sich vereint, dann nur als Republik, weil natürlich jeder Monarch in deutschen Ländern würde dem zustimmen, aber natürlich nur, wenn er als Kaiser dieses Land regieren könnte. Aber die Republikaner dachten, man kann Deutschland vereinen mit Feuer und Schwert, aber sie müssen keinen republikanischen Charakter haben. Und so kam es dazu, dass Preußen, weil der französische Deutsche Krieg. Es war ja nicht nur Preußen, das gegen Frankreich kämpfte, auch andere Länder nahmen daran teil. Und damit war ein für alle Male auch klar, dass nicht nur ein republikanischer Charakter dazu beitragen kann, dass Deutschland vereint wird. Und so kam es, dass das Kaiser Reich und das Zweite Reich gegründet wurde nach dem deutsch-französischen Krieg. Ja, dann gab es eine andere Idee, dass Berlin, dass Preußen, deutschen Feind zuerst, wurde Dänemark bezwungen. Und so haben sich die Preußen als diejenigen gesehen und das auch so dargestellt, dass sie Deutschland verteidigen. Dann haben sie die Einflüsse aus Österreich zurückgewiesen. Ich denke hier an den preußisch-österreichischen Krieg und den Sieg bei Sadowa. Und zu guter Letzt, wie kann man das bezeichnen? Hat man historisch für die napoleonischen Zeiten sich
rächen können. Napoleon schuf ein ganzes Netzwerk von deutschen Staaten, die von Frankreich abhängig waren. Und man konnte einen Kaiser bezwingen, Napoleon, und die Kontrrevolutionen, die zu zahlen waren, war nicht Frankreich auf dem Kontinent vor dem Ersten Weltkrieg, zu Zeiten der Belle Epoque, war das Deutsche Reich der stärkste Staat. Also auch das hat sich verändert. Herr Professor, es gibt noch eine weitere Frage. Eine Frage von jemanden, der uns aus Deutschland zuhört. Die Deutschen in Polen waren oder konnten nicht so schlecht gewesen sein, so böse, weil nicht nur als Sachsen waren sie polnische Monarchen, auch später sollten sie das Warschauer Fürstentum als Monarchen anführen. Also es ist etwas Umgekehrtes als diese stereotype Art und Weise, den Deutschen zu sehen. Leider hatten wir jetzt eine Unterbrechung im Ton. Aber wie gesagt, zur Frage zurück, wie ist das zu sehen, dass es in der deutsch-polnischen Geschichte der Beziehung auch so gute Deutsche als Beispiel gab, und es war nicht nur immer eine Besatzung Polens durch die Deutschen. Ja, das zeigt nur, dass die historische, dass die Geschichte interessant ist, wenn man verschiedene Facetten dieser Geschichte sieht. Ich möchte Sie daran erinnern, ich glaube, es gilt, das zu sagen. Es ist nicht nur das deutsche Beispiel. Ich möchte auf die polnische Literatur des 17. Jahrhunderts zurückkommen. Wir hatten eine noch komplizierte Lage in der Hälfte des 17. Jahrhunderts oder auch zu Beginn des 17. Jahrhunderts gab es eine Auseinandersetzung zwischen uns Polen und einer anderen Nation, den Schweden. Der Krieg baltischen Meer, also an der Ostsee, die Vorderhand, die Schlacht bei Oliwa, die Blockade des preußischen Teils Polens und auch das Buch von Henryk Sienkiewicz über diese Kriege und die Sinnflut, Potop. Ja, aber das Ganze ist noch komplizierter, welche Dynastie auf dem Thron saß. Das war eine schwedische Dynastie auf dem polnischen Thron. Aber trotzdem, der polnische Staat, eine schwedische Dynastie regierte Polen, das gegen Schweden kämpfte, und dort regierte eine andere schwedische Dynastie. Und so ist halt die Geschichte. Aus einer längeren Perspektive fällt es einem einfach, eine Einschätzung zu treffen, aber wenn wir das mit einer größeren Genauigkeit betrachten, dann sieht man die verschiedenen Facetten, die ich erwähnt habe. Es ist auch nicht so, dass wir... Ich möchte, dass das gut ankommt. Ich bin fern davon, das so einzuschätzen, dass wir in der polnischen Geschichte ein Klischee eines schlechten, bösen Deutschen haben, das immer wiederkehrt. Das ist so nicht.
Etwas anderes ist es die wissenschaftliche Untersuchung der Geschichte und etwas anderes ist es die Einschätzung der Vergangenheit zu bewerten. Aus einer längeren zeitlichen Perspektive werden Einschätzungen abgeflacht. Viel wichtiger sind die letzten, also die späteren Geschehnisse. Und in diesem Zusammenhang ist es so, dass wir gewisse Dinge vereinfachen. Das sind ganz alltägliche Dinge. Polen kämpfen gegen Deutsche. Er ist bereits aus dem 10. Jahrhundert. Dann die Kreuzritter. Dann die Deutschen in den schwedischen Streitkräften. Dann die Teilung Preußen und so weiter und so weiter. Ja. Und dann kommt der Zweite Weltkrieg, die deutsche Besatzung. Und jetzt haben wir unterschiedliche Interessen. Also die neueste Geschichte führt dazu, dass wir unseren Ahnen oft diese Haltung aufzwingen oder uns diese so vorstellen, die wir heute einnehmen. Ich möchte Sie auch darauf aufmerksam machen, dass Historiker, die sich mit der zeitgenössischen Geschichte, wenn wir zum Beispiel auf das Ende des 20., Anfang des 21., also nicht die letzten Jahre, aber die zeitgenössische Geschichte, in den 90er Jahren haben wir eine modellhafte Beziehungen zwischen Deutschland und Polen. Und auf beiden Seiten wurde das unterstrichen, auf beiden Seiten der Oder, dass das Bild der Deutschen in Polen sich verändert und auch umgekehrt. Die Deutschen haben uns verteidigt und unterstützt bei unserem Weg in die EU-Mitgliedschaft. Dann die Gesten, sicherlich erinnern Sie sich daran, die Versöhnungsmesse in Kreisau und der damalige Kanzler Helmut Kohl und der polnische Premierminister Tadeusz Mazowiecki fielen sich in die Arme. Das war diese Zeit in unserer Geschichte. Und jetzt sehen wir, dass es politische Unterschiede gibt gegenüber der Ukraine, Russland, der Europäischen Union, der Energiepolitik und so weiter. Und das führte dazu, dass negative Emotionen aufkommen. Das ist immer so in der Geschichte gewesen. Das verändert natürlich nicht die Tatsache, dass diese Verallgemeinerung möglich ist, wenn man in 20 Minuten die Geschichte Preußens darstellen will. Da bin ich mir natürlich bewusst, dass es zu einer Vereinfachung kommt. Natürlich, wenn wir etwas in die Tiefe gehen, dann wir sollten auch daran denken, dass, und das haben Sie ebenfalls erwähnt, dass Deutsche und die deutsche Wiedervereinigung und auch die Deutschen sind die Deutschen. Das ist genau das, was Sie gesagt haben. Die Deutschen waren nie ein Staat, in dem verstehen wie Polen den eigenen Staat gesehen haben. Bis 1871 trifft das für Deutschland zu. Wenn als Könige gewählt worden sind, dann wurden das von den einzelnen Vertretern der Herzogtümer und Fürstentümer gewählt. Das ist etwas ganz anderes als in Polen zu Zeiten von Kazimierz dem Großen. Das ist etwas ganz anderes. Aber das beginnt erst in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts. Vorher sprach man nicht von Deutschland. Sogar in den polnischen
Geschichtsbüchern schrieb man nicht davon, dass Polen Deutsche bezwangen bei der Schlacht bei Cedynia. Sie bezwingen die Sachsen bei der Schlacht von Cedynia. Und das verändert sich natürlich im Laufe der Zeit. So kann ich das beantworten. Natürlich ist es auch so, dass die neueste polnische Geschichte zeigt, dass es verschiedene Haltungen zur deutsch-polnischen Geschichte gibt. Ich komme aus Łódź und das ist ein gutes Beispiel. Ein Teil der Bevölkerung, und ich möchte unterstreichen, ein Teil der deutschen Bevölkerung hat den Erfolg im September 1939. Das war so, dass die Deutschen mit Jubel in Łódź 1939 begrüßt worden sind. Ein anderer Protagonist, Robert Geyer, in einem Buch, das ich geschrieben, der ebenfalls aus Łódź kam, also aus dem gelobten Land. Er wurde im Herbst 1939 gemeinsam mit seinem Freund, einem Deutschen, von der geheimen Staatspolizei verhaftet. Warum? Weil er sich für polnische verhaftete Mitarbeiter einsetzte und der finnische Konsul in Łódź hat versucht, vielleicht Juden aus Łódź nach Finnland zu bringen. Aber er war auch Politiker. Er unterstützte Józef Piłsudski und später den Block für die Unterstützung von Reformen BBWR. Also die Geschichte hat eben diese sehr unterschiedlichen Facetten und das sollte man berücksichtigen. Das ist wirklich höchst interessant, aber manchmal muss ich die Rolle des Advocatus Diaboli einnehmen und ich muss sagen, wir lernen die Geschichte nicht. Ich muss meinen Hund hier vertreiben, Entschuldigung, der unter dem Tisch sitzt. Also ich, zum Beispiel der Streik in Września, in Wreschen. Die Preußen, die polnischen Kinder unterdrücken. Und dieser schreckliche Direktor wurde später zu durch den Gerichtsurteil eines preußischen Gerichts verurteilt wegen Amtsmissbrauch. Also Preußen war immerhin doch ein Rechtsstaat gewesen. Also auf der einen Seite die Deutschen haben die polnischen Kinder hier gequält und unterdrückt, was ja irgendwo auch stimmte, aber auf der anderen Seite eben alles in Rahmen eines funktionierenden Rechtssystems. Wir vergessen das oft, dass diese bösen, schrecklichen Bismarck-Deutschen doch ein Rechtsstaat waren. Und Szymała und sein berühmter Wagen konnte sich letzten Endes nur deshalb durchsetzen, weil er damit rechnen konnte, dass seine Aktion im Rahmen der geltenden gesetzlichen Regelungen legal war. Und auch jetzt im Zusammenhang mit Reparationen und anderen Streitfällen, über die ich mich jetzt nicht weiter auslassen möchte, immer die Rede von den bösen Deutschen die Rede ist. Nein, es sind schlechte Rechtsgrundlagen meiner Meinung nach. Was denken Sie darüber, Herr Professor? Ja, das sind zwei verschiedene Angelegenheiten. Ich gebe das oft auch meinen Studenten als Beispiel, wenn wir das 19. Jahrhundert besprechen. Auch Dmowski hat in seinem Buch Die Gedanken des modernen Polen, die Polen als Vorbild dargestellt wird für die Japaner, für die Briten, die
ihre Arbeit und Dynamik des großen Imperiums geschaffen haben und dieser Antisemit Dmowski hat die Polen auch den sehr gut organisierten deutschen Staat und Rechtsstaat, dem hervorragenden Recht, das die Möglichkeit der Staatsverwaltung ermöglicht hat. Und der vierte Land, dem Dmowski Polen als Vorbild dargestellt hat, waren die Juden. Er gesagt hat, dass wir durch die verschiedenen Aufstände der Germanisierung, Russifizierung und so weiter entgangen sind. Ich hatte gefragt, was habt ihr getan, ihr Juden, die in 2000 Jahren in der Diaspora auf der ganzen Welt funktioniert und noch niemals versucht hat, eure Identität, eure nationale, völkische Identität auf dem Weg eines Aufstands oder zu vertreten. Nun, als Beispiel. In Russland oder im Königreich Polen wäre die Schlimmmauer kein Problem gewesen. Am zweiten Tag, nachdem er seinen berühmten Wagen aufgestellt hat, wären die Kosaken gekommen und hätten ihn da rausgehauen. Die hätten ihn ganz einfach angezündet und es hätte kein Problem gegeben. So wurden die Probleme in Russland gelöst. Aber hier in dem das Recht kommt oft der Wirklichkeit nicht hinterher. Nicht einmal dieses perfekte preußische deutsche Recht. Und es hatte nicht vorhergesehen, dass es zu einer solchen Situation überhaupt kommen konnte. Und woher kam dieser Rechtsgrundsatz? Dzimała mit seinem Wagen hatte kein Haus gebaut mit Fundamenten, sondern er hatte eine Erdhöhle gewissermaßen ausgenutzt und die fiel nicht unter die gesetzlichen Regelungen. Der deutsche Staat ist hervorragende Organisation, es ist Achtung vor dem Gesetz, es ist eine sehr genaue Verwaltung und es ist eine disziplinierte Gesellschaft. Und diese Argumente stellte uns Dmowski, warum dieser Staat gefährlicher sei für die polnische Staatsräson als Russland. Nun, kurz gesagt, die Tatsache, dass er auf Russland gesetzt hat, beruhte darauf, dass er eine wesentlich schlechtere Meinung über Russland hatte. Ich denke, auch so kann man das interpretieren. Herr Professor, eine Frage aus dem Chat. Herr Polonus Media fragt, woher kommt diese Ablehnung der Auslandspolen gegenüber dem polnischen nationalen Bewegung und auch die derzeitige polnische Regierung. Zwei Drittel der Auslandspolen haben bei den letzten Wahlen die Opposition gewählt. Nun, das ist keine historische Frage, sondern eine zeitgeschichtliche Frage. Aber die deutschen Auslandpolen wählen tatsächlich grundsätzlich eher nicht die derzeitige Regierung. Aber die Frage, können Sie uns erklären, worauf das beruht? Woher kommt hier diese ablehnende Haltung der Auslandspolen in Deutschland gegenüber der nationalen oder patriotischen Bewegung in Polen? Aber das ist vielleicht doch eine Frage, die nun also in Ihr Forschungsgebiet überschreitet. Nun, genau so ist es in der Tat. Also das ist sicherlich keine Frage, die in meinem Forschungsbereich liegt. Aber ich kann natürlich trotzdem versuchen, eine Antwort zu finden. Ich denke,
Wenn es eine solche Situation überhaupt gibt, dann finde ich eine Erklärung, sie nicht mit den Polen als solchen zu tun hat, sondern es ist eine eher soziologisch allgemeine Frage. Ich würde sagen, eine die Frage eines gewissen Stroms der Argumente in dieser Umgebung, in der man lebt. Die derzeitige polnische Regierung ist aus verschiedenen Gründen ganz sicherlich auch nicht die Lieblingsformation der einfachen Deutschen, so scheint es mir. Aber das ist eine ganz private Versuch einer Antwort auf diese Frage. Ganz spontan. Wenn man berücksichtigt, dass alle diese Elemente, von denen wir gesprochen haben, tatsächlich funktionieren. Also das sind keine so sehr politischen Kategorien als eher soziologisch-psychologische Kategorien. Und ich danke Ihnen sehr herzlich für diese Antwort. Und ich habe noch eine weitere Frage. Grzegorz Stanek, Professor Grzegorz Stanek aus Brüssel, fragt, was für eine Einstellung hatten polnische Rekruten zur deutschen Regierung, zu Deutschland in der Zeit des Ersten Weltkriegs und haben Polen in der kaiserlichen Armee gedient. Ja, die Einstellung der polnischen Soldaten in der Armee des Kaisers war natürlich, oder anders gesagt, sie waren sich klar, dass das nicht ihr Krieg war, dass sie hier für fremde Interessen, eine fremde Staatsräson kämpfen müssen, dass sie abgesehen davon, dass einige Polen auch in der kaiserlichen Armee zu höheren Offiziersrängen aufgestiegen sind, die dann auch großartige Offiziere in der Zweiten Polnischen Republik und im Zweiten Weltkrieg waren. Aber natürlich gab es hier eine gewisse Barriere des Aufstiegs, der Karrierechancen innerhalb der Armee, wenn man kein Deutscher war. Und nun, die polnischen Soldaten, um es jetzt mal ganz dezent zu formulieren, zeichneten sich nicht unbedingt durch besonderen Kampfeifer auf. Also anders als in der Zeit des Völkerfrühlings oder der napoleonischen Zeit. Viele von ihnen sind damals auch in französische Kriegsgefangenschaft gekommen, wodurch man auch die blaue Armee von General Josef Haller in Frankreich auf die Beine stellen konnte. Sie haben gesagt, das ist nicht unser Krieg. Wir kämpfen hier nicht für unser Interesse, für unser Land. Und deswegen müssen wir uns da nicht besonders reinhängen, sozusagen. Und es geht hier eher um das Interesse der Entente und nicht Deutschlands, des Sieg der Ententes und nicht der Deutschen, die wir hier als repressive Kraft vor dem Ersten Weltkrieg in dem preußisch-deutschen Teilungsgebiet Polens kennengelernt hatten. Also war die allgemeine Einschätzung der Gestalt, dass es eine Wende gibt, dass polnische Schulen entstehen, dass die Universität Warschau entsteht. Das gab es natürlich auch diese Frage, den Vorfall von Kalisz, aber die Bombardierung von Kalisz. Aber gut, na, das war so ein Vorfall. Auf der anderen Seite war es eine normale Armee. Man kann hier sich verständigen. Es gab auch viele Enttäuschungen. Im Jahr 1939 haben viele ältere Polen die Deutschen eigentlich in einer Erinnerung behalten aus der Zeit des Ersten Weltkriegs.
eine andere Ideologie, ein anderer Staat, andere Menschen am Ruder, eine andere Epoche, andere Umstände. Und das hat natürlich die Sichtweise verändert. Natürlich nicht bei allen. Und man hier die Geschichte des Zweiten Weltkriegs sich so zurechtlegen kann. Dann haben wir noch eine Frage. Die Serie der längsten modernen Kriegs in der Geschichte. Wie viele? Wie viel Wahrheit ist darin? Lohnt es sich oder lohnt es sich nicht, das zu sehen? Es ist eine Serie über den längsten Krieg in Europa. Es ist eine der schlechtesten Serien, soweit ich weiß. Ich habe das auch seinerzeit gesehen. Es ist natürlich, jeder Film, ob das nun ein historischer Film ist oder auch nicht, jeder gute historische Film, eine gewisse Portion der sogenannten richtigen historischen Narrative in Verbindung mit einer verschiedenen gewissen symbolischen Ebene. Ich habe diese Serie als eine wirklich gute historische Serie betrachtet. Das ist natürlich keine tiefgründige psychologische Analyse der Interaktionen zwischen Polen und Deutschen, aber es ist eine Serie, die zeigen sollte die schwierige Situation der Polen in Deutschland. Aber sie zeigte auch, wie kompliziert die Geschicke der verschiedenen Vertreter der polnischen Bevölkerung in Deutschland waren. Ja, Familien sind auseinandergebrochen in der Zeit des polnisch-sowjetischen Kriegs. War es oft so, dass unter den Familien der Grenzgebiete, der polnischen Gebiete, der Vater zum Beispiel in der polnischen Armee diente, die von Piłsudski eingerichtet wurde. Einer der Söhne kam in die Rote Armee, wobei das auch die Frage ist, inwieweit das ideologische Konflikte oder ein Generationskonflikt war. Also solche dramatischen Konflikte hat es auch gegeben. Und auch das wurde gezeigt in diesem Film, wenn ich mich richtig erinnere. Dieses Übergehen von einer Seite auf die andere. Die Germanisierung, das Polentum. Ja, so wie es auch auf der anderen Seite stattgefunden hat. Denn schließlich in der Literatur der Zweiten Polnischen Republik. Das war natürlich keine große Literatur, aber auch dort fand das seine Widerspiegelung. Wo einerseits der Preuße sich plötzlich bewusst wird, dass er Pole ist und dass eine spezifische Rolle natürlich spielte, dass er Spion war. Also diese Begeisterung oder diese tiefen Gefühle gegenüber einer konkreten Person hier zu einer Veränderung auch im ideellen Bereich gekommen ist. Und hier muss ich Ihnen leider widersprechen, denn die heutige Praxis belegt, dass das schöne Geschlecht Polens und der Preuße
gerne Beziehungen eingehen, in denen es in der Regel eher so ist, dass nicht der böse Preuße sich bekehrt zu unserer Kultur, zu unserem Glauben, zu unserer Sprache, sondern in aller Regel ist es genau umgekehrt. Aber natürlich, dieses Bild von Jacek Mielnik, der unter dem Einfluss der schönen Polin sich bekehrt zum polnischen Glauben, sollte uns hier natürlich so eine Art Vorbild sein. Ich habe keine Fragen mehr. Auch unsere zugeschalteten Internet-Teilnehmer haben wohl keine mehr. Deswegen habe ich noch die Frage an Herrn Sławomir Hałaszkiewicz, ob Sie noch etwas dem beifügen möchten. Ich möchte fragen nach einer Person, die Deutschen als Deutschen betrachten und die Polen als Polen. Zum Beispiel gab es so ein Liedermacher in Berlin, war vor dem 20. Weltkrieg. Und dort haben die Polen natürlich auch ihre Geschäfte gemacht, sie haben gearbeitet, geschrieben, gearbeitet. Und sie haben Kinder gegen Rente und er hieß, glaube ich, Kolo, und er hat so ein Tango geschrieben, O Donna Clara oder irgendwie so etwas in diesem Sinne, und das war, also es gibt es Personen, die Deutschen als Deutsche betrachten, wie Herr Zapandowski zum Beispiel, der in Berlin bei sich zu Hause Juden versteckt hat während der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Die Deutschen beziehen sich auf diese Personen, aber diese Personen sind evident, haben sie polnische Wurzeln. Die gibt es auch ganz viel. Einer der Generäle, der deutschen Generäle zum Beispiel, hat polnische Wurzeln. So, von denen gibt es viele. Und im preußischen Staat irgendwie, wo das Recht, also der Rechtsstaat, den machen die Menschen, machen diesen Rechtsstaat, die so und nicht anders glauben, denken und funktionieren. Und so war das im preußischen Staat und später im Deutschen Kaiserreich. Das waren die Preußen eigentlich. Und wie sehen Sie diesen Prozess der Assimilierung von Künstlern, Generälen, Renegaten, wie soll man es bezeichnen? Oder auch etwas in dieser Art, natürlich aus dem unter dem Aspekt der polnischen Volkszugehörigkeit. Giedroyć hat das mal beschrieben, aber er war wohl nicht der Erste. Er hat eine These wiederholt, die Piłsudski aufgestellt hat, dass Polen oder das Gebiet des polnischen Staats im Grunde genommen überhaupt im Mittel- und Osteuropa, das ist ein Gebiet, wo immer der Wind weht, wo Nationen vermischt werden. Gewisse Entscheidungen müssen getroffen werden. Es gibt viele Beispiele.
für außergewöhnliche Persönlichkeiten, um die Polen streiten, ob sie Polen gewesen sind und nicht. Und das bezieht sich natürlich auch auf andere Nationen, die wiederum behaupten, dass sie keine Polen gewesen sind. Ob das Renegaten gewesen sind. Julian Tuwim, der natürlich jüdische Wurzeln hatte, trotzdem ist er Teil der polnischen Kultur und das steht nicht zur Diskussion. Maria Kryskodowska, war sie Polin oder ist sie Französin geworden? Ob das ihre Wahl gewesen ist? Chopin, natürlich, das ist natürlich auch ein Thema, das zur Diskussion stünde. Deutsche Polen, obwohl er sich selber Kommando Unruk, der Verteidiger der Halbinsel Hell. Robert Geyer, ist er Pole oder Deutsche gewesen? Ich habe sein Beispiel vorhin geschildert. Es gibt so etwas wie die genetische Herkunft, aber auch eine Selbstbestimmung. Es gibt Beispiele für solche Selbstbestimmungen, wo jemand aus einer anderen Nation stammt. Also der Pol, die Mutter und Vater sind Franzosen. Und jemand, der im französisch-deutschen Grenzgebiet wohnt und sich als Deutsche oder Deutsche sieht. Das muss man natürlich auch akzeptieren. Das ist eine gewisse Entscheidung. Und Roman Dmowski, der Nationalist gewesen ist, hat gesagt, dass man nicht nur über das Blut Pole wird, sondern indem man sich die Kultur aneignete. Das war ein kultureller Nationalismus, der das so darstellte, so sah. Ich glaube also, dass es eine Vielzahl an solchen Personen gibt und auch in den deutsch-polnischen Beziehungen könnte man eine Reihe solcher Personen anführen. Wichtig ist, wie sie sich selbst gesehen haben, inwieweit sie eine Entscheidung getroffen haben, inwieweit sie präzise bestimmt haben, ob sie auf der einen oder anderen Seite stehen. Das sind Fragen, die natürlich im Grenzbereich offen und überhaupt Mittelosteuropa, das sind die Grenzen, die sich immer wieder verschieben, verändern und über die Tore von Smolensk, über die in der Slowakei, da gab es wenige stabile Dinge und trotz der vielen Fehler und der endgültigen Niederlage war die Rzeczpospolita der zwei Nationen. Aber auch diese Republik wurde zum Opfer der Stärkeren in der Region und hier kann ich einem Historiker zustimmen, aus eigener Schuld geschah das. Vielen Dank. Herr Professor, wenn es keine weiteren Fragen gibt, wenn es keine Anmerkungen, keine Dinge zum Besprechen gibt, möchte ich Ihnen die Frage stellen, wären Sie noch zukünftig in der Lage sein, etwas über deutsch-polnische Beziehungen zu erzählen? Ich sehe, dass mir die Vertreterin der Stiftung auch uns zugeschaltet wurde. Ja, natürlich in Zusammenarbeit mit der Janusze Kurtyka Stiftung. Ja, das war sehr interessant, etwas über die deutsche Politik im 19. Jahrhundert zu hören. Eine Politik, und ich muss das leider so ausdrücken, dass sie
eigentlich bis heute immer noch lebendig ist, auch in der deutschen Kultur, die als Leitkultur bezeichnet wird, also und so weiter und so weiter. Sehr gerne würden wir von Ihnen etwas mehr hören. Es wäre schön, wenn wir Sie bei uns begrüßen könnten, wenn diese Möglichkeit bestehen würde. Vielleicht wird es uns dank der Hurtiger Stiftung auch gelingen. Heute möchte ich mich für das heutige Gespräch bedanken, für diese Diskussion, für Ihren Vortrag. Ja, es ist etwas Außergewöhnliches, dass wir trotz Corona-Pandemie, Internet oder gerade deshalb die Möglichkeit haben, zu Hause Ihren Vortrag zu verfolgen. Diese Technologie im digitalen Zeitalter hat uns das ermöglicht. Nochmals vielen Dank an Sie, Herr Professor Weingärtner, und mein besonderer Dank gilt natürlich der Kurtiger Stiftung, und ich gebe das Wort an die Vertreterin weiter. Vielen Dank, meine Damen und Herren, für die Teilnahme am heutigen Gespräch. Natürlich werden wir in Zukunft mit Ihnen, Herr Professor Weingärtner, zusammenarbeiten. Die Kerne der Geschichte. Das ist erst das zweite Mal, dass wir dieses Projekt umsetzen, und es wird auch sicherlich hier eine Fortsetzung geben. Ich möchte Sie zu weiteren Gesprächen einladen. Am 19.11. treffen wir uns wieder am Samstag um 11 Uhr polnischer Zeit. Ein Vortrag von Dr. Szymaniak über den polnischen Untergrund während des Zweiten Weltkrieges. Ein Verband aus Großbritannien wird uns hier begleiten. Und auch Herr Professor Chwalba wird über die polnischen Streitkräfte sprechen mit der Polish Society aus Las Vegas. Bitte verfolgen Sie uns auch auf unseren sozialen Kanälen. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.